Tüffler? Nein. Wer weiß, wenn er es nicht sagen möchte. Vielleicht ist er Stifler. Es gibt nur einen Stifler. Und das ist nicht der von American Pie. Der ist ja nicht mehr so. Mojo sagt auch, so geht das nicht. Erst ködern, da nichts sagen. Ja, richtig. Erst Neugier erwecken und dann. So geht das nicht, du. Streifen, jetzt muss er rausrücken mit der Sprache, du. So, ich mache jetzt erstmal eine Schere. Streifengamer, sagt Shea. LP gelber Streifen. Gelber Streifen. Gelber Streifen. LP gelber Streifen. Wäre ein cooles Profilbild. Weiß einfach nur so komplett weiß, einfach nur so ein gelber Streifen da. Titelbild auch, einfach nur so ein gelber Streifen dadurch. Würde passen. Und Mojo schreibt Streifenhörnchen. Ich hoffe, der LPG-Mann Steffen kann drüber lachen. Ich hoffe, der versteht Humor. Strüffler. Striffler. Ja. Stell nicht schlecht. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja. Ich bin gleich wieder zurück. Mir in die Dings kommen Bis und gleich. helfen. Ja. So, es wird schon wieder Nacht. Ich gehe mal gleich hoch zum Bett, wa? Fafti. Fafti, richtig. 100. 100. Das ist schon lang vorbei. 101. Wir haben gesagt, den ganzen Stream machen wir das. Wir wissen ja nicht, Ach welche das so. war. Ja, wir 100. wissen ja nicht, 100. Schönen Tag wünsche ich euch übrigens allen. Einen schönen Abend. Gute Nacht. Euer Und ein Spargel schönes ist jetzt Wochenende, egal welches Wochenende jetzt folgt. Ich hoffe, das wird schön für euch. nicht da. Und ich heiße euch nochmal herzlich willkommen hier beim Livestream oder auf YouTube. Livestream. Der Mojo schreibt, irgendwie sind wir doch alle ein wenig Panne. Der LPG-Mann Steffen antwortet: Hehe, so ist das. Ne, hä? So ist das, nee, ist ganz einfach. Ah, so ist das nicht, ist ganz einfach. Auf Steffen einfach einen Mädchennamen setzen. Ja, darüber kann ich Steffi! lachen und den Spaß von euch verstehe ich auch. Der Äußerst Steffi! Standard. Ja, und Yannick, dein Spitzname ist Panik. Nein. Yannick, Panik. Vor mir kriegt jeder Panik. Ja, richtig, richtig. Vom Nur die weiblichen. Genau, die Hä? weinen dann immer. Und du bist geil. Nee, die ziehen sich immer alle gleich aus. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber mir ist es gang und gäbe. Die ziehen mich aus. So ist das bei Der mir. ist gut. Ziehen dich aus und gehen dann, ne? Kennt man. Jedes Mal wieder. Er sagt es richtig, Steffi. Ja. Spargel? Spargel ist gerade weg. Der ist wohl Notdurft verrichten. Auf dem Nee, ich hab Pott. bloß vergessen, mein Mikro wieder Oh, ja. anzuschalten. Ah, hi Entschuldigung. Spargel, herzlich willkommen zurück. Ich wünsche einen wunderschönen Tag 100. Ja, danke. Hat mal einer Zeit von euch, dann, wenn ihr Wenn wir aufsteigt, geschlafen haben, ja, komme ich mal gerne vorbei. Was brauchst du denn? dann kannst du mir mal Ja. 10 bis 15 Stacks Pflasterstein bringen in meine Kiste. Jo, kann ich tun. Nehme ich mit, ich gehe gleich direkt zu dir. Habe ich im Inventar. Ja, dann mach du das, Yannick. 10 bis 15 Stacks. Ich gehe aber auch mal mit, ich will mal gucken, was da schon entstanden ist. Ich Ich habe da schon geguckt, ich eins, habe den die ganze Zeit eins, gestanden, er hat in kürzester Zeit da. What the fuck? Siehst du, die Steine so rumfliegen überall da. 13 Stacks. Ja, genau. Guten Entschuldigung, ich Morgen. melde mich nochmal ganz kurz ab. Schon wieder. Tschüssikowski. Fafti. Ich kriege das Original jedes Mal, was ich machen wollte. Jaya schreibt, die ziehen sich aus, um deine Blöße zu verdecken. War Panik? Ah, Richtig, richtig lustig. Stell dir vor, das ist echt so eine Lache. Ja, die lieber so eine. Ja, oder so. Das ist ja so behindert.
Oh Gott, jetzt reicht's, ey. Alter. Alter Manu, ey, was machst du da? Aber es ist nicht ganz symmetrisch, ne? Kopietrisch. Nee, das eine da wollte nicht so. Ist ein bisschen zu weit nach links. Da muss er nach rechts rücken. Passiert, ne? Erstmal bemängeln. Ja, dachte ich mir jetzt auch. Ich sag ja nur, vielleicht hat er es nicht mitgekriegt, weißt du? Das sieht geil aus. Ja, das auf Wieso jeden bist du Fall. bitte nicht poetisch? Erstmal bemängeln. Ach, hier. Kali Voda 09, kann ich mitmachen? Du musst einmal damit einverstanden sein, dass deine Stimme hier im Stream zu hören ist und danach auf YouTube. Dann schreib mir das bitte in den Twitch-Chat und dann kannst du mitmachen. Dann erkläre ich dir alles weitere. 10 Minuten. Klatsch. Manu, wo bist du denn? Da meine Kiste ist auf dem Land drüben, gell? Nur zur Info. Oh. Alter. Und hier fährt dann das Schiff durch. Ja. Der Mojo schreibt Ajak. Ajak. Ah, von Goofy. Das war das nicht die Lache von Goofy? Ja. Ah, kein Name, ey. Hast du die Steine noch dabei? Oder wo bist du? Ja, ich weiß noch nicht, wo ich die alle hinzu soll. Da, wo der Dave ist. Hier, komm mal her, Janik. Ach, da ist die Kiste? Panik, komm mal her. Fresse. Janik ist gemein zu mir. Ja, weil ich bin viel zu krass. Janik, Panik. Hier ist die Kiste. Guck mal hier, die kann man aufmachen. So, irgendwo war doch mal ein Moorgebiet, ne? Ach, hier. Ich kann das echt nicht machen. Oh, hier. Das ist ein Kehlklopf. Kehlklopf. Kehlkopf so klatschen lassen. Oh, hier. Dickste Mal. Kehlkopf verschluckt. Bin ekelhaft. Ja, oh ja. So, ich muss in den Sumpf. Müde. Herzlich willkommen an alle 8 Zuschauer, die gerade zusehen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag. 100. Ich meine das auch ernst. Ich wünsche wirklich jedem einen schönen Tag und wünsche auch, dass es jedem gut geht. Ich bin kein Mensch, der einem irgendwie was Schlechtes wünscht. So bin ich gar nicht. Sonst sagst du mal, immer dem Zuschauer sind mir egal. Jetzt auf einmal. Ja, genau. Der Mojo schreibt, vor Lachen habe ich mich beim Rauchen verhustet. Oh, da hustet. Oh, das kratzt im Hals, du. Das ist nicht gut. Und eklig immer. Und ihm kommen die Tränen. Du musst doch nicht weinen. Musst doch nicht weinen. Bist doch kein Mädchen. Und Janik hat sie noch nicht mal ausgezogen. Wolf Daily Was? Gaming 1 schreibt: Can I join? No, sorry, you speak English, we speak German, so we have a problem with the language. But welcome to the stream. Have a nice day. Have a nice day. I wish you a very, very beautiful day. 100. Dumm. Okay. Manu weiß ja auch gar nicht, was er mit 100 auf sich hat. Erklären wir dir nach dem Stream. Vielleicht ahnt es ja schon einer irgendwie aus dem Stream von den Zuschauern. Wenn jemand YouTube die Videos guckt, dann auf jeden Fall. Und dann auf jeden Fall, ja. Wenn man so ein bisschen Acht dabei gibt. Ah, die machen das alle einmal zum Einschlafen ein, so weißt. Obwohl, nee, wenn ich ja, dann auf einmal, wenn die so kurz vorm Schlafen sind und dann so auf einmal so, Mann, ey! Ich glaub dann. Oder ganz laut 100 gebrüllt wird. Ja. Was war das? Was war das? Wer hört da Musik? Ich nicht. Ich hab's auf dem Kopfhörer. Ich
Ich weiß nicht, ob man im Stream hört. Falls man das hört wie bei mir, dann ist es ein kleinen Ticken zu laut. Jetzt höre ich nichts mehr. Und sind noch 5 Zuschauer. Oh Gott, ich höre mich genau an. Oh Gott. Kannst du erst zu Ende gehen, bevor du sprichst? Mann, ey! Nee. Yannick Panik. So, von wo komme ich jetzt eigentlich? Von da. Hamburg. Man versteht ja auch immer so viel, wenn man so geht und dabei spricht. So. Immer. Versteht man. Ja, LPGamer Steffen schreit, man kann die Musik leicht hören, ist aber okay, stört nicht. Oh. Ja, haben sie wenigstens auch eine Unterhaltung von mir, da ich ja hier dreht. Die Musik spricht für mich. Das ist doch deine eigene, ist deine eigene Mucke auch, du singst da auch. Ja, ab und zu redest ja mal, aber du bist halt, wenn du mehr reden würdest, würdest du halt nicht mehr ganz so schnell bauen wahrscheinlich. Dann würdest du nur noch ein Dorf in einer halben Stunde bauen und nicht mehr zwei. Was ist mit Spargel eigentlich? Der hat total die Sprache verschlagen. Oder hat sein Mikro immer noch aus, wahrscheinlich. Pfaff die II. Da kam das Mikrogeräusch. Na, Spargel? Ja. Mikro ausgehabt? Mikro ausgehabt, ja? Nee. Achso. Ich bin jetzt gerade eben zurück. Achso, gut. Sag mal, Dave, was hast du eigentlich heute geschafft? Ich habe heute geschafft. Nix. Blazy zu finden. Spargel habe ich gefunden. Ich habe Quarz besorgt. Und ich habe ein kleines Minidach gebaut. Und ja. Das war's. Und was machst du jetzt? Jetzt habe ich Dings geholt. Sag schnell. Lian-Dingsbumster. Verstehen Sie? War ich im Sumpf eben, weißt du, mit meiner Schere? Verstehen Sie? Verstehen Sie. Spaß. Guck mal, Manu, die fleißige Biene, schreibt der Mojo, ja. Der Manu auf jeden Fall. Der ist immer eine fleißige Biene. Das sieht nur noch zu steril aus. Gar keine Stahlnägel heute, Spargel, fragt der JR. Nee, heute nicht. Was sieht dir zu steril aus, Spargel? Ganze Geschütz hier. Schade, dass sie so gelblich sind, ne? Nicht so dunkelgrün, wie du so in der Hand aua, hast. Aua, 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 aua. Alter, was machst du denn? Was stellst du denn da einen Kaktus hin? Mann, ey! Kaktus. Soll nicht, oder was? Doch. Was soll nicht? Kaktus. Ja, Kakteen kannst du gerne hinpflanzen, aber nicht, wenn ich direkt da stehe und die mir genau am Arsch setzen, bitte. Dann aber kannst du gerne die Kakteen einsetzen. Schlimm mit dir. Schlimm mit dir. Mal gucken, wie das aussieht, wenn es runtergewachsen ist. Man kann es ja immer wieder kaputt machen. Ne? Oder? Ja? Oder nein? Ja, ja. Headbang, Alter. Au. Oh, jetzt kommen die Hunde gleich wieder. Scheiße. Hundis! Seid ihr faul oder was? Ihr müsst sputen, wenn ihr mich einer schlägt, dann müsst ihr angreifen. Habt ihr verstanden? Du und du. Jawohl. Und du und du. Beim nächsten Mal beißt ihn zu Tode, den Spargel. Ich lass dich gleich mal mit mir mitlaufen, dann schlagen sie dich immer, wenn du mich schlägst. Das stimmt eigentlich. Vor allem, Dave wird gestochen und Spargel sagt aua, aua. Ja, richtig. Ich glaube, das mit den Kakteen, das wird nicht ganz so toll, oder? Mach die ein weiter außen, Spargel. Ein weiter außen. Sein Kaktus eingesammelt. Arschloch. Ich? Ich? Arschloch? Nein. Du bist wer denn? Lieb. Ich. Ich bin doch der Spargel. Ich bin doch das Arschloch. Was soll das? Willst du mir meinen Titel wegnehmen? Würden die Ranken an der Seite durchgängig machen? Ja, JR, die Ranken wachsen noch. Richtig. Die wachsen einfach allein. Ob die jetzt bis ganz unten wachsen, das weiß man nicht genau. Ich glaube, die wachsen bloß doch, drei Felder, ne? Doch, die müssten bis ganz unten wachsen, klar. Die verbreiten sich wie Unkraut. Wachsen ewig. Jetzt guck mal an die Dings, an die Stimmelholzbäume.
Ja, die wachsen ohne Ende, ja. Wir könnten ja auch noch mit dem Element Wasser irgendwo noch hier arbeiten. Guck mal, hier muss auch noch ein Kaktus entspargeln, hier. Ja, ich hab nicht mehr. Den muss ich erstmal einmal Hast du den verwenden. Kaktus in der Hand? Nee. Nee, das ist Ende. Alles klar. So, ich glaube, wir müssen gleich mal Ich kann wieder auch von Schlafi machen. Ich kann auch von hinten noch sicher holen. Ja, wir gehen jetzt mal pennen. Kommt die Viecher hier angeschissen. Aber ich habe ja genug Ranken. Guck mal, ich kann da schon mal ranklatschen. Scheiß drauf. Dann geht das ein bisschen schneller. Können wir schon mal sehen, wie das aussieht. Schlafenszeit. Oh, die scheiß Kakteen. Blazy schläft in einem Bett. Spargel schläft in einem Bett. Um zum Sonnenaufgang zu wechseln, müssen alle Spieler gleichzeitig schlafen. Aber Dave the Diver geht nicht ins Bett, um alle zu ärgern. Mach an der Treppe auch Ranken, wie an der Treppe. Und JR Seitenpfosten. Ja, denke ich mal auch. Können wir machen, siehst du? Und JR schreibt Blaunippelspargel. Ich meine auch zwischen den Säulen. Blaunippelspargel. Ach so, auch zwischen Da den steht Säulen. Immer Also drauf, wa? ringsrum um die Säulen, meint JR. Ja, die wachsen ja auch noch rum, ne? Ja, die wachsen auch rum. Ja. Die wachsen um alle Ecken und alle. Das ist runter. Unkraut. Das Die ist. Wachsen nur runter. Nee, die wachsen runter. Ey, geh von meinem Kopf runter. Auf Spargels Kopf rumhüpfen. Yippie. Deswegen habe ich mir Kopfschmerzen. Ja. Auch in Real Life muss ich immer auf den Kopf rum. Ja. Ich muss gleich so. Mal mit meinem Essen schreiben. Guten Morgen. Guten Morgen. Kaffee. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das mit den Ranken so eine geile Idee ist. Mal schauen. Ich schlag die erstmal wieder hier ab, damit ich erstmal noch welche habe für die anderen Seiten. Kann er von alleine runterwachsen, das Scheiße. Ja, Jaya, so wollten wir das eigentlich machen, aber du kannst es hier nicht noch hinsetzen, weil hier oben ist nur Halbstein. Ich drücke. Aber es geht nicht. Leider. Kannst natürlich so rundum machen. Wieder da. Habt ihr noch Ranken? Ein paar habe ich noch, ja. Brauchst du welche? 19 hast du nicht, oder? 11 habe ich. Ich kann dir aber noch welche besorgen, sonst zur Not. Die wachsen ja auch nach. Sonst hängst du erstmal irgendwo ran, dass wir erstmal runterwachsen, weißt du? Dann kannst du wieder neu abschlagen mit der Schere. Ja, dann ja, mal eben 10 Kann man Stück die an oder Steinen. So. Kann man die an Steinen dranhängen? Ja, ja. Jo, ja. An ganzen Blöcken kannst du die immer ranhängen. Bräuchte ich 19 Stück, ja. Warte ungefähr. Mal, ich schlag dir mal welche 19, ab noch hier. 20. Bring mal lieber wegen mehr, ein bisschen mehr mit, ich weiß nicht ungefähr. Ich gehe einfach nochmal in die Wüste und schlag noch einmal ein paar Ranken ab. Komm her, du blödes Skelett. Einfach dann wieder in die Kiste reinwerfen. Der Mojo schreibt, die wachsen wie Schamhaare immer um den Stamm. Oder um die Rille. Jetzt wird's echt niveaulos langsam. Blazy, was sagst du dazu? Deine Meinung zu Nix. Diesem Thema. Nichts zu Scheiß sagen. Creeper, sage ich. Ach so. Haben die dich in Luft gesprengt oder haben die dir irgendwas kaputt gemacht? Nee, ich musste sie ablenken, dass sie nicht Manus Haus kaputt machen. Ja. Mein armes Haus. Ich hab's gerettet. Gut. Ich kann mal gucken, wie was ich geb dir dann später deinen Diamanten als Bezahlung. 16 Stück. Okay. Die holt einfach aus der Diamantenkiste im Hauptraum. Schnauze. Wo ist mein Schwert jetzt? Ist es weggeworfen? Ja, ich Arschloch.
Alle Schwede. Alle Schwede. Alles. Um das auch mal gesagt zu haben, heute 100. Oder dann. Ich wünsche übrigens Ihnen einen wunderschönen Tag. 100. Von ganzem Herzen. Oder schönen Abend oder schönen Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge jetzt seht. Den Stream-Zuschauern natürlich wünsche ich einen wunderschönen Abend. Und den Leuten auf YouTube, je nachdem, je nach der Tageszeit, wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Mittag oder sowas. Oder schönen guten Abend oder schöne gute Nacht. Je nachdem, welche Uhrzeit ihr gerade habt. Du bist gerade runtergelaufen, weil du nicht mehr wusstest, welche Richtung du musstest. Nee, Genau, guten Abend. Das war doch bei, hier haben wir doch letztes Mal drüber geredet, über den Film Truman Show, ja. Könnt ihr auch noch so Statuen? Der Mojo fragt, könnt ihr auch noch so Statuen und Wasserspeier von nackten Frauen machen? Spargel, machst du das mal schnell? Links macht er Manu das. Kann das bestimmt. Ja, Manu macht das auch. Aber ja, das ist immer eine Herausforderung für Spargel. Das ist so Das geht 2 Wochen. Oh, die Ranken wachsen schon. Ein paar habe ich schon nachgepflanzt ein bisschen. Wenn du willst, Dave, kannst du auch die Ranken dann gleich anpflanzen. Oder du tust in die Kiste dann rein. Ich pack dir in Wo die Kiste einfach möchtest. welche rein. Ich bin gerade noch abpflanzen Faul hier. Hund! Ich habe auch zu tun, ich komme noch nicht voran. Ich bin nicht so schnell wie du. Unsere Stammzuschauer noch fertig kriegen. Damit die Stammzuschauer heute Ach, noch ist seitdem rangeschrieben noch da werden. dran, ja, stimmt. Ja, wir kommen noch nicht voran. Weil uns keiner hilft im Nether, weil wir alleine Quarz suchen müssen. Wie Ich machen wir habe das mit letztes den Mal Schildern? mitgeholfen. Ja, das Schreiben wir da stimmt. nur die Namen drauf oder auch ein paar Sprüche oder sowas? So, JR, der darf, so darf man mitspielen und ja, ich bin einverstanden. Alles klar, Yannick, übernimmst du? Ich. Erstmal Mikro anmachen wieder, wo war Yannick denn schon wieder? Ich bin da auf dem Rücken gelegen und hab am Handy Geschlafen. Ach ja, Dave. Jo. Du könntest mir ja nur 5 bis 7 Stacks Erde mitbringen. 5 bis 6 die Stacks Erde, okay, Bis mach 7. ich. Ich Kann ich bring dir gleich 8 machen, ich mit. bin im Lager. Mitbringen. Ja, bring du ihm schon mal das hin, dann bringe ich die Ranken gleich vorbei. Genau. Ja, Okay, Janik, lass machst du uns die das? erste Lädst Startlöcher. JR einmal Party und einmal Spiel. JR, du Dabei. weißt, Stimme zulassen einmal. Und die Stream-Zuschauer bitte einmal Bescheid sagen, ob JR laut genug ist oder zu leise oder zu laut. Einmal mal dann Feedback geben, wenn JR dann hier drin ist. Da ist er auch Gibt's schon. auf die Fresse. JR! Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen im Stream. Ich wünsche dir so einen schönen Abend. Du 100. glaubst du nicht. Ich hoffe, dir geht's so gut heute. Du hast heute einen wunderschönen Abend bei uns. 100. Fafti. Fafti. 200, ja, alles bestens wunderbar. Super. Gut, dann bitte ich jetzt die Stream-Zuschauer einmal zu bestätigen, ob JR laut genug ist oder zu leise und JR, du weißt, Stimme zu lassen. Ja, genau, schon erledigt, wie immer. Wunderbar, Sehr wunderbar. schön. Ist immer dann, jetzt immer, alles klar. Mann, hast du hier so eine Kiste stehen da Ja, vorne, ne? ich lese gerade den Kommentar von Mojo. Ich stelle mir An gerade Land, vor, ja. ich stell mir gerade vor, wie Yannick wie eine Schildkröte auf dem Rücken lag und nicht mehr hochkam. So mit den Beinen und Armen und so. Ja. Aah. Ich mach mal lieber meine Headset aus, damit das keiner mitkriegt. Hab ich da reingetan in eine Kiste. Mojo Ups. schreibt, Lautstärke ist gut. Und Jaya, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Hast du einen wunderschönen Abend gerade? Alles gut, ja, klar, sehr schön. Super Stream, alles weitere, du weißt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, Das ist ja mega laut. Ein Fenster noch zu. Wie kommt man denn hier hoch? Ach, da hinten ist eine Tür. Hier ist ein Loch. Richtig laut. Was ist richtig laut? Ein Flieger. Das Alter. dachte ich. Ein Flieger? Ich habe gerade Moin, euch nicht mehr Manu. richtig Ich gehört und werf. meine Musik nicht mehr Hallo. richtig gehört, weil als der Flieger vorbeigeflogen ist. Hast du hier nicht noch eine Kiste irgendwo? Hätte Nee. ich ihm die Erde direkt bringen Hast du können. Gedanken dabei? Jo. Guck mal hier, das soll doch reichen, oder? Nimm mal das. Hier, guck mal hinter die Manu, komm her. Kann man die jetzt, ich weiß nicht, ob ich die jetzt da drauf machen kann, ich weiß nicht. Versuch's mal. Auf dem Boden geht's nicht. Kann man die hier drauf machen? Hier drauf? Hier außen oder was? Ja, das kannst du tun. Ach, ich Hier stimme es was? auch schon. Und dann da runter, oder? Ich bin das Arschloch, ja. Nimm mir nicht meinen Titel weg.
Ich bin das dumme Arschloch. Du bist das Oberarschloch. Halt. Echt, ich hätte Spotify nicht gestartet. Oh, Jaya, du Arschloch. Echt. Dann brauchst du nochmal eine neue Spielanladung, wa? Starte doch einfach nochmal. Das Handy wieder anmachen. Manu, der Baumeister, schreibt da, Mojo. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Manu, der Sicher, Meister. Jo, wir schaffen das. Manu, sag mal, jo, wir schaffen das. Jo. Sehr gut. Jaya hat das Spiel verlassen. Jaya, ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Abend bei uns. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Schade, dass schon wieder vorbei ist. Ja. Leider, leider. So schnell vergeht die Zeit. Ja. Das kommt dann immer so vor, als ob es nur 5 Minuten gewesen wären, aber da warst du so lange hier. Es waren immerhin 4 Minuten. Ja. Der Mutsche schreibt auch, yo. Wieso ist hier eigentlich eine Wasserströmung? Fragen Wasser kannst. Geklaut? Ja. Guck mal hier, die ganze Dings lang hier. Wo bist du? Hier, wo ich bin. Ach da. Paul GTR, herzlich willkommen im Stream. Er schreibt die Baumeister von Minecraft. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. Ich heiße dich herzlich willkommen, viel Spaß beim Stream und 100. 100. Alles auf einmal. So. Wie sieht denn das jetzt? Ah, das sieht schon ganz gut aus, ne? Von hier, muss ich sagen. Ja, gefällt mir. Ich finde halt nur schade, dass die Ranken echt so gelblich wirken, so einen Gelbstich haben und nicht so ganz grün sind. Wo ist eigentlich Streifen-Mojo? Fragt der Mojo. Frage ich mich auch, wo der Streifen ist. Vielleicht in Yannick Schlipper? Mal gucken. Nee, das ist alles gut. Yannick gar nicht mehr am Liegen, nicht mehr am Schlafen? Nee, ich liege wieder auf dem Bauch. Alles klar. Wie ein Schildkröter. Richtig. Mein so, will ich mich nicht es wird ja gerade eh Nacht. Dann können wir gleich mal schlafen. Lazy, bei dir alles gut? Ja, super. Perfekt. Streifen, bist du noch da? Gamer Streifen. Gelber Streifen. Ja, Gamer Streifen ist noch da. Ich bin noch da, keine Sorge, nur bei mir will der Stream gerade nicht so richtig laufen. Der Streamer hat keine auch, Beine. Irgendwo auf dem Rücken, das soll helfen. Ich hoffe, bei den anderen läuft der Stream okay. Falls es da irgendwelche Probleme gibt, immer rein damit. Hauptsache, er zieht mich noch. So, jetzt sieht's besser. So, Raja, hast du eine Idee? Was willst du machen? Willst du dem Yannick helfen? Willst du mir und Spargel helfen? Willst du Manu helfen? Willst du keinem helfen? Möchtest du alles zerstören? Möchtest du ein eigenes Haus bauen? Was möchtest du tun? Ich darf alles zerstören? Ja. Darfst du nicht, aber ob du das vorhast, möchte ich wissen gerne. Ach du, ne? Ich bin der Variabel. Schwarzpuff legt in meine Kiste. Schwarzpuff? Schwarzpuffer. Ah, alles klar. Paul GTA, keine Probleme, schreibt er. Super, das freut mich.